Ja, Update Corona, Sarah Wagenknecht gegen Markus Krall, bürgerliche Revolution gegen Next Scientists for Future. Ja, das ist quasi das Duell letztendlich. Schauen wir es uns mal an. Ich habe gerade eben Markus Krall gehört wieder. Das Duell letztendlich Sarah Wagenknecht. Infiziert von den pseudokommunistischen Ideen, den DDR-ähnlichen Ideen, sozusagen Leistungsträger zu, ja, Leistungsträger sind in ihrem Kopf wahrscheinlich eher alles mehrwertabschöpfende Ausbeuter und so eine Art Feindbild. Weil sie irgendwo wahrscheinlich den gewaltigen vorteilbringenden Irrtum der Sozialspartler im Kopf hat, dass alle Menschen gleich wären, während die Naturwissenschaft längst bewiesen hat, dass die Evolution immer so voranläuft, dass die leistungsfähigsten sozusagen ja letztendlich die Zukunft der jeweiligen Art bestimmen. Wir haben leider tragischerweise immer das Phänomen, dass die etwas weniger leistungsfähigen sozusagen aussterben in der Evolution und die leistungsfähigeren sich ein bisschen vermehren und dann weiter in existieren. Es gibt ja so einen Spruch, der heißt, in der Evolution ist alles anders, da musst du so schnell laufen, wie du nur kannst, um an derselben Stelle in der Evolution zu bleiben. Weil andere Lebendige, alle anderen Menschengruppen, alle anderen Tierarten sich so schnell wie möglich weiterentwickeln und so schnell laufen und immer noch leistungsfähiger werden, sodass du genauso schnell mitlaufen musst, um in der Evolution an derselben Stelle zu bleiben, auch wirtschaftlich. Und wenn du langsamer wirst, indem Sarah Wagenknecht sozusagen darauf setzt, lauter Geld hierhin zu pumpen und hier quasi für viele Nachkommen zu sorgen, was dann dazu führt, dass die Wanderdüne der Normalverteilung Deutschlands dann sich nach links bewegt, also in Richtung Unfähigkeit. Und wenn die anderen Länder zum Beispiel alles andere biologische in Richtung Leistungsfähigkeit, die Normalverteilung der anderen Länder Richtung Leistungsfähigkeit wandern, dann ist Deutschland halt irgendwann kaputt. Also das heißt, Sarah Wagenknecht folgt dem vorteilbringenden Irrtum der Sozialspartler. Alle Neugeborenen sind potenzielle Genies. Es gibt keinen Unterschied. Die Wahrheit ist aber leider, dass wenn hochleistungsfähige, arbeitsplatzschaffende Leistungsträger, Hochleister Kinder bekommen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Kinder auch wieder hochleistungsfähig werden, während wenn hier in diesem Bereich Kinder geboren werden, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass es sich wieder um Sozialfälle handelt, die vielleicht lebenslang arbeitslos bleiben und die dann wiederum letztendlich, ja, letztendlich das Land ruinieren. Und dann würde vielleicht Sarah Wagenknecht sagen, ja, aber viele arbeiten ja dann doch, also und so weiter, ja. Aber ich habe ja deutlich gemacht, dass Arbeiten an sich nicht bedeutet, mehr beizutragen zum Staat als zu bekommen. Auch ganz viele Menschen, die arbeiten, bekommen an Infrastrukturkosten mehr vom Staat, als sie selbst in den Staat einzahlen. Ja, man müsste mal ausrechnen, wahrscheinlich wurde das auch schon mal irgendwann gemacht, wie viel Infrastrukturkosten jeder Mensch pro Kopf verbraucht
Und nehmen wir mal an, es sind pro Jahr, was weiß ich, 30.000 € Infrastrukturkosten, die jeder Mensch verbraucht. Und dann sind alle, die über Steuern und Abgaben zum Beispiel 29.000 € einzahlen, sind nach wie vor alimentierte Personen, auch wenn sie arbeiten. Ja, das heißt also, wirklich beitragen zum Staat tut also nur wer dann, würde dann ja nur sein, wer mehr als 30.000 € pro Jahr an Infrastrukturkosten beiträgt, also Schulen bezahlen, Straßen bezahlen, und, also alles bezahlen, was eben die Infrastruktur ausmacht, ja, Schwimmbäder bezahlen und. Ja, und von daher ist also Sarah Wagenknecht, ihre politischen Konzepte ruinieren also das Land. Und Markus, ja, letztendlich, weil hier unten rechts an dem rundlichen Ding anklicken, schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche. Und Markus Krall ist auf der anderen Seite neoliberaler Vertreter der neoliberalen, marktradikalen, bösartigen, patriarchalen, kapitalistischen, sozialen Marktwirtschaft. Er hat insofern recht, dass Leistung und Wettbewerb sehr wichtig sind. Also er hat recht, dass so Leute wie Sarah Wagenknecht mit ihren pseudokommunistischen Ideen natürlich völlig falsch liegen. Aber er selbst erkennt nicht, dass dieses System hier Suchterzeugung durch Glückszerstörung bedeutet, dass also ungelenkter Markt und ungelenkte Arbeitsteilung das hier bedeutet. Jetzt muss ich gucken, wo ich das finde. Wo ist es hier? Das eben, ja, hier ist die Kritik. Pseudokommunismus, also das ist so Richtung Sarah Wagenknecht. Beispiel Bitterfeld. Da konnten die Leute kaum atmen vor Giften der DDR-Produktion, ja, Bitterfeld, vergiftete Bürger, reiche Politik, Politbonzen, soziale Marktwirtschaft und unser Grundgesetz erlauben Profite auf Kosten der Menschen. Nur für Gemeinwohlwirtschaft und Gesellschaft gilt erstmals, Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet. Einfluss von Lobbyismus und Wirtschaft auf Politik wird nicht mehr geduldet. Also das heißt, Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution bringt uns diesen Horrortrip, nämlich Profite auf Kosten der Menschheit, Lobbyismus, bringt uns vor allem Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Also er hält sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer hoch der Alkohol-, Zigaretten- und Süßigkeitenindustrie. Ja, denn Freiheit für solche Industrien bedeutet eben die Freiheit, uns alle süchtig zu machen, unser Leben zu vergiften, uns krank zu machen und so weiter. Und die Lösung ist eben die von den Next Scientists for Future hier, Gemeinwohlgesellschaft, Gemeinwohlwirtschaft, GWW, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO. Die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber hat noch sympathisiert, noch mit der Gedankenwelt von Sarah Wagenknecht zu stark. Da werden Einkommen begrenzt, also er hat solche Ideen im Kopf, Christian Felber, wie Unternehmensgrößen begrenzen, Einkommenshöhen begrenzen und so weiter. Alles unnötige Dinge. Das Wichtige ist doch, dass wir durch Gemeinwohlwirtschaft Gutes tun belohnen und eben Profite auf Kosten der Menschen nicht mehr zulassen, also auch die Suchterzeugung durch Glückszerstörung nicht mehr dulden.
Ja, dann gucke ich gerade noch mal kurz hier. Oh. Und Corona ist ja eben auch ein Musterbeispiel dafür, dass eben eine Industrie, die Geld braucht, die Pharmaindustrie braucht Geld, die Pharmaimpfindustrie, der industrielle Komplex braucht Geld, trägt in sich den vorteilbringenden Irrtum, dass die Menschheit sowieso eigentlich nur überleben kann, wenn sie regelmäßig geimpft wird, weil ja der vorteilbringende Irrtum im Kopf ist, Viren sind absolute Killer und allmächtig und übermächtig stark. Und aufgrund dessen wird also dann sozusagen, werden von diesen Einstellungen werden dann Medien und Politik beeinflusst, weil letztendlich Markus Krall ja auch wieder unterschätzt, dass es eine Interaktion zwischen Medien und Wirtschaft gibt, weil die Wirtschaft mit Milliardengeldern die Medien bezahlt. Und dann kommt das zu einer Evolution, sodass die Medien dazu neigen, die vorteilbringenden Irrtümer der Industrie, der geldgebenden Industrie zu übernehmen, genauso wie in der Politik. Wir haben also Politik und Medien werden quasi von den vorteilbringenden Irrtümern der Industrie infiziert und übernehmen diese eins zu eins. Diese Situation haben wir gerade bei Corona. Ist also nur auch nur ein Musterbeispiel, wie gefährlich die soziale Marktwirtschaft für uns alle ist. Ja, und damit ist das gesagt. Jetzt noch mal kurz, also kurz zu dem Punkt noch mal. Ja, bitte sofort melden. Auch für die Partei des Gemeinwohls. Ja, also das heißt also, in der Evolution läuft das immer so, der Journalist, der sich irrt und die vorteilbringenden Irrtümer der geldgebenden Industrien übernimmt und sie wirklich glaubt, der macht die größere Karriere, bekommt mehr körperliche Nachkommen und auch mehr Schüler, die bei ihm lernen wollen, während der wahrheitsorientierte Journalist ausstirbt. Und der Früharzt und Frühhändler, also der Teil der Wirtschaft, der sozusagen einen Irrtum entwickelt, der das Lebensglück der Menschen zerstört, wird quasi belohnt durch die Konsumsucht, Kaufsucht, Alkoholsucht, Zigarettensucht, Süßigkeitensucht der Kundschaft, Medikamentensucht. Und kann dann auch wieder viele leibliche Nachfahren hinterlassen und findet auch wieder viele Schüler und Universitäten, wo er lehren kann. Und so breiten sich sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer aus. Und ja, und die in der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, wird unser Lebensglück zerstört, damit wir kaufen. Denn einsame, kaufsüchtige, konsumsüchtige Singles kaufen einfach mehr. Und die einzigen, die das richtig erkannt haben, sind eben ja die Next Scientists for Future vom Weltrat, die deswegen sagen, wir müssen alles ausschließlich auf diese Karte setzen. Da müssen wir diskutieren. Wir nehmen in die Diskussion gerne noch die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber rein. Hier müssen wir diskutieren. Denn hier liegt die Zerstörung Deutschlands durch die pseudokommunistischen Ideologien und vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler und der NGOs und all dieser Dinge. Und hier liegt die Zerstörung Deutschlands, unseres Lebensglückes und unserer Gesundheit. Ja, Dr. Markus Krall hat recht, dass das hier wirtschaftlich trotz aller Schäden erfolgreicher ist als das. Also der Pseudokommunismus ruiniert ein Land natürlich viel schneller
als die neoliberale Marktwirtschaft unser Leben zerstört. Aber das ist ja unübersehbar, wenn wir nach USA schauen, wie die neoliberale Marktwirtschaft die Leute immer übergewichtiger, immer kränker macht und immer mehr Gesundheit und Lebensqualität und Lebenslust und Lebensfreude zerstört, zugunsten des gnadenlosen Konsums von Fastfood und ähnlichen giftigen Dingen. Also das heißt, Markus Krall hat nur an einem Punkt recht. Die Marktwirtschaft zerstört etwas langsamer als der Pseudokommunismus. Beim Pseudokommunismus ist es ein schneller Zerfall, wobei dort das Lebensglück nicht so stark angegriffen wird. In der DDR war das Lebensglück nicht so stark angegriffen, aber die materielle Substanz wird halt unheimlich schnell zerstört. Und im Neoliberalen ist es so, dass die materielle Substanz eher nicht zerstört wird, sondern ziemlich stabil ist. Aber Lebensglück, Lebensfreude, Lebenslust, Gesundheit und Langlebigkeit zerstört werden. In den USA sterben die Menschen jetzt schon deutlich früher als vor kurzem. Überall in der Blue Zone Forschung sieht man ja auch überall, wo dieses System hinkommt. Leben die Menschen nicht mehr so lange wie früher. Ja? Also das heißt, hier haben wir die Zerstörung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit, während wir hier überwiegend die Zerstörung des materiellen Wohlstandes haben. Und hier haben wir materiellen Wohlstand bei Zerstörung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit. Also hier haben wir gewissen Wohlstand. Und jetzt aber die gute Nachricht für Sie. Hier haben wir viel mehr Wohlstand auch noch. Hier haben wir mehr Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand. Denn hier kriegen Sie pro Kopf der arbeitenden Menschen 700 € netto steuerfrei monatlich mehr im Geldbeutel, weil das auch bezüglich des Wohlstandes eine suboptimale Lösung ist. Ja, also damit haben wir alles gesagt. Corona ist ein Beispiel für die Zerstörungskraft der sozialen Marktwirtschaft. Und ja, beides, Markus Kralls bürgerliche Revolution, würde unser Leben weiter zerstören. Und hier gibt es Aufblühen, viel mehr Wohlfühlen, viel mehr Gesundheit, viel mehr Langlebigkeit und viel mehr Wohlstand. Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand drastisch steigern kann nur die Gemeinwohlwirtschaft und die Partei des Gemeinwohls ist das, wo Sie mitmachen sollten. Tschüssi, bis bald.